Wisst ihr, was dieses Set und ich gemeinsam haben? Das hier ist ein Heavy Forklift und ich bin auch ein Heavy Forklift. Nur kein guter. Willkommen und Ni Hao in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Bloxan, Freunde, heute gibt es eine kleine Premiere hier auf meinem Kanal. Nicht, dass ich euch ein riesengroßes Technikset vorstelle, nein, die Firma Happy Build hat mir dieses Set für ein Review ohne Bedingung zur Verfügung gestellt. Deswegen möchte ich vielen lieben Dank sagen Richtung XB Toys bzw. Happy Build Richtung Chin. Vielen lieben Dank. Ich werde es jetzt nicht auf Mandarin, Chinesisch versuchen, deswegen einfach nur thank you, vielen lieben Dank. Und Freunde, warum, weshalb ich dieses Set euch jetzt hier vorstelle, das zeige ich euch gleich hier auf dem Bautisch. Ja, Freunde, da haben wir unseren Happy Build Heavy Forklift im, und das habe ich euch noch nicht erzählt, Maßstab 1 zu 10. YC22012 heißt das Set und wir haben hier 2015 plus Teile, also etwas mehr. Und jetzt kommt's, warum möchte ich euch das Set vorstellen? Nicht, weil mir Happy Build das einfach zugeschickt hat, nein, ich konnte es mir damit aussuchen. Ich finde es übelst Meta, dass wir hier Kartons von Happy Build haben und eine Kiste und eine Europalette. Und das heißt doch, dieses Fahrzeug packt uns die Kartons in die Container und dann kriegen wir die Sets nach Europa geschifft. Irgendwie finde ich das Meta, dass man das Fahrzeug baut, was uns die Sets quasi zuliefert. Finde ich richtig cool. Ja, ab 8 Jahren, das werden wir noch herausfinden und was dieses Zeichen da heißt, weiß ich nicht. Schauen wir uns mal die Rückseite an, denn da gibt es einiges auch noch zu zeigen. Boah, der Karton ist sehr schwer. Hier sehen wir nämlich den QR-Code, mit dem wir zur App kommen, um das Fahrzeug zu steuern, denn wir haben hier einmal die Remote Control oder halt die Möglichkeit per App das Fahrzeug zu steuern. Ich kann euch jetzt schon verraten, dass das hier alles Aufkleber sind, die Steine wohl aber von GoBricks kommen. Wir haben hier zwei Aktoren, um die Gabel oder den Hubmechanismus zu kippen. Wir haben eine Hinterradlenkung und wir haben hier eine Leiter zu dem Führerhaus, dass wir kippen können, denn da können wir dann auf die Motorelemente bzw. auf die Batteriebox zugreifen, die wir laden können per UBS. Also UBS, also keine Batteriebox in dem Sinne, sondern eine Akkubox. Hier haben wir auch den Hubmechanismus mit der Gabel und da sehen wir, es ist ein Vierzylinder-Motor verbaut, quasi, also theoretisch. Dann sehen wir hier, das Fahrzeug ist 56 cm breit und 26,5 cm lang sowie 60 cm hoch. Diese 26 cm kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ich glaube, wir messen das einfach nochmal nach, denn das Fahrzeug kommt sehr groß daher. Naja, jetzt schauen wir uns aber, wenn wir über die Größe reden, einmal die Oberseite an, denn dann können wir wirklich mal so ein bisschen einschätzen, wie groß das Fahrzeug wird. Denn wir haben hier einen Reifen 1 zu 1 abgebildet und wir haben 6 Stück davon verbaut. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Dann der typische chinesische Tragegriff, denn so Sets wie bei uns, das gibt es ja nicht einfach unter den Arm klemmen. Nein, in China werden die immer mit einem Tragegriff versehen oder fast immer. Ja, dann auf der anderen Seite gegenüber, boah, es ist schwer, haben wir irgendwas stehen, wer weiß was, darf es gerne reinschreiben. Chin, wenn du es hörst, ne, please translate, es würde mich echt freuen. Und dann kommen wir zum vielleicht Wichtigsten, denn die Motorisierung. Wir sehen, wir haben die Remote Control, also die Fernsteuerung. Wir haben eine Batteriebox, da steht zwar 2, aber es ist nur eine verbaut. Wir haben 4L-Motoren verbaut, wir haben ein Servo verbaut und was da irgendwie fehlt, dass wir noch 2 Aktoren haben, um halt die Gabel zu kippen mit unserem Hubmechanismus. Das ist das Wichtigste. Auf der anderen Seite haben wir dann nur noch 2 oder 4 gelbe Noppen. Das ist ja dieses Design von Happy Build. Und boah, Freunde, ich muss echt ein bisschen Pause machen, denn diese 2000 Steinchen wiegen hier relativ und ich brauche mein Cuttermesser und dann machen wir den Karton auf und schauen einmal rein. Ja, Freunde, bevor ich den Karton aufschneide, ganz wichtig, ich hatte vorhin ein bisschen Wortfindungsstörungen. Es heißt natürlich Universal Serial Bus USB und nicht UBS oder was ich da gesagt habe. Ihr könnt natürlich die Akkubox per USB aufladen. Habt ihr natürlich überall. So, jetzt schneiden wir hier die Klebestreifen auf. Tada, es sind 2 Stück, jeweils oben und unten.
Dann drücken wir hier die Laschen nach oben. Tada, es riecht schon sehr neu. Der Karton hat natürlich ein bisschen eingedellte Ecken. Das liegt einfach aufgrund des Transports von Übersee, glaube ich. So. Und dann dürft ihr da als erstes reingucken und ihr seht wahrscheinlich den Griff und zwei Unterkartons. So, die lasse ich mal rausplumpsen. Tududu. Und ihr seht hier Happy Build 2, Happy Build 1. Tada! Und wir machen den Karton 2 auf, denn da müssen Anleitungen und die Motoren und Räder drin sein. Seht ihr, das wusste ich schon. Und wir lassen das mal rauskippen. Buff. Und im Karton 1 sieht es ganz genauso aus. Seht ihr aber dann auch gleich im Speedbild, wenn ich das Set öffne. Also, ihr seht schon hier, alles nummeriert. Wir haben, noch mal schauen. Ah, okay, gut, wir müssen doch den anderen Karton aufmachen. Wir brauchen ja die Bauanleitung. Die 6 Räder, wie ich euch gesagt habe. Hier haben wir die Reifen. Ja. Riecht gerade sehr nach Gummi, aber das ist normal, also nach neu. Und hier haben wir halt die ganzen, da die Remote Control, die Motoren, Servo, Akkubox, Servo, Felgen, gehen auch wieder rein. Schöne rote Felgen, Schienerot. Hier, ganz cool, sind solche Metallverbinder. Und hier GoBricks. Und das besagte USB-Kabel. So, gehe ich hier rein. Muss ich doch den Karton hier aufmachen. Denn hier ist die Anleitung drin. Denn die möchte ich euch zeigen. Boah, Freunde, schaut mal hier. Puff, alles voller Steine. Packt sie mal wieder weg, damit wir ein bisschen Platz haben. Ja, blaue Pins. So. Aber ihr seht, alles schön nummeriert und auch ja nicht immer viele Teile pro Bauabschnittstüte. Schwarze Pins. So, das geht hier an die Seite. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Ich habe euch gesagt, das Set hat Aufkleber. Das ist halt nicht so schön, aber damit kann man leben. Schauen wir. Und hier kommen wir zum Wichtigsten, nämlich zur Anleitung. Und ihr seht, wir haben 6 Bauschrittgruppen, also auch 6 Bauabschnittstüten, also nicht Tüten an sich 6, sondern halt Tüten mit den Nummern 1 bis 6, in denen wir unsere Steine finden für den jeweiligen Abschnitt. Zuerst bekleben wir hier unsere Motoren und Servos und dann können wir hier schon, und das finde ich ziemlich gut, da können wir dann anhand der Beklebung auch sehen, wie wir was wo zu steuern haben. Wir sehen hier erste Tüte und wir bauen dann dieses Teil. Das müsste das Vorderteil, nee, das Hinterteil sein, die Lenkung. Hier sehen wir es. Was ich gut finde an dieser Anleitung, und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ja, Happy Build, da habe ich Bock drauf, was würde ich gerne mal testen, ist, dass die Bauschritte fast Lego-mäßig sehr einfach sind. Also wir haben wenig Steinchen bzw. wenig zu tun pro Bauschnitt, um voranzukommen. Wir haben auch eine Legende, das heißt, wir können hier Liftarme anlegen. Und ihr seht es hier, also wir stecken hier nur 2 Pins rein und die packen die Elemente plus Liftarm zusammen. 12 Pins hier finde ich jetzt nicht schlimm als Teileanzahl, aber es ist halt wenig. Also es sieht zwar hier vielleicht viel aus, was ihr macht, aber es ist relativ wenig, was ihr aktuell gerade zusammensteckt, zusammen macht. Somit kommt ihr gut, flott voran und verliert auch nicht den Überblick. Und hier mal 4 gelbe halbe Pins, beziehungsweise das sind die beigen, richtig cool. Und das Anlegen hat mir wirklich die Augen geöffnet, zu sagen, ja, so kann Technik ja gehen. Ich habe nicht viel Technik gebaut, das wisst ihr, aber diese Erklärung auch immer hier, ne, also diese beigen Pins, wo wir sagen, okay, Technik-Pin without friction, ne, also ohne Klemmkraft, dass es sich bewegen kann, das sieht wirklich gut aus. Also das ist genau sowas, wie ich es brauche, Lego-mäßig leicht, beziehungsweise an den Marktführer orientiert vielleicht. Wirklich kommt man gut voran. Und apropos voran, wir wollen ja mal gucken, wie viel ist es denn? Wir haben am Ende, haben wir mit den Aufkleber anbringen 421 Bausteps auf 195 Seiten. Aber ihr seht auch hier, das ist eine Anleitung für die Aufkleber.
finde ich auch ziemlich cool. Es gehen zwar hier manche Aufkleber über mehrere Elemente, aber hier zum Beispiel sind die Aufkleber geteilt. Das heißt, ich habe pro Element auch dann drei Aufkleber. Finde ich auch ganz interessant. Also hier auch nochmal die Steuerung erklärt. Das sieht wirklich sehr, sehr einfach aus. Deswegen glaube ich schon 8 Plus mit Kind, mit Vater oder Mutter, wie auch immer, Onkel, Opi, das sieht wirklich leicht zu bauen aus. Und ich freue mich richtig auf den Bau auch. Und das kommt, ich habe hier hinten noch mal 10 Steine und baue die Kiste. Ne, die Kiste, wo die Sets drin sind. Diesen Gag finde ich richtig, richtig lustig. Und ich freue mich auch, nach dem Speedbuild, nachdem ich es gebaut habe, ein paar Funktionstests für euch aufnehmen zu dürfen. Aber jetzt genug gefaselt, alles auspacken und bauen. Wenn ich hier schon für euch einen Gablerus Stablerus, wie Varion sagen würde, baue, dann möchte ich mit euch auch ein bisschen über die Geschichte eines Gabelstaplers bzw. des Gabelstaplers oder Hubstaplers erzählen. Denn Gabel oder Hubstapler gehören zu den Flurförderfahrzeugen und dienen dem innerbetrieblichen Warenumschlag und Transport. Im Gegensatz etwa zu einfachen Hubwagen haben sie einen eigenen Antrieb und ein Hubgerüst, um Stapel zu bilden oder Lagerregale zu bedienen. Die gebräuchlichsten Hublasten liegen zwischen 1 und 8 Tonnen. Hubhöhen bis zu 6 Meter sind üblich. Es sind jedoch auch weit größere Fahrzeuge erhältlich. Die Tragkraft von Gabelstaplern kann je nach Größe und Gewicht über 70 Tonnen betragen. Hubgerüste können auf bis zu 12 Meter ausgelegt sein, um Hochregale bedienen zu können. Grundsätzlich gestatten die Berufsgenossenschaften in Deutschland nur Stapel- und Einlagerungsvorgänge bis 10 Meter Höhe, an denen Menschen durch Flurfördermittel direkt beteiligt sind. Ausnahmeregelungen sind möglich. Das sind meistens diese automatischen Regale mit automatischen Hub- und Fördersystemen. Im Hochregallagern mit entsprechend hohen Deckenhöhen werden deshalb häufig bereits computergesteuerte Regalförder verwendet. Sie sind fest mit den Regalsystemen verbunden und sind im Gegensatz zu den Flurfördermitteln durch den Einlagerungsvorgang nicht umsturzgefährdet. Außerdem brauchen sie weniger Platz und können die Ware in der Regel schneller und präzise einlagern. Vor allem, wenn sie automatisiert sind. Sie übernehmen die einzulagernde Ware von den Flurförderfahrzeugen und laden sie ein. Liebe Grüße gehen raus an Amazon. Gabelstapler sind insbesondere für den Transport von Paletten ausgelegt. Wesentliches Element des Gabelstaplers ist seine Hubeinheit, die aus Hubmast und Gabelträger besteht. Der Gabelträger trägt in der Regel zwei in ihren Abstand verstellbare stählerne Zinken, die üblicherweise mit einem Hydraulikzinder über einen Flaschenzug mit einer Laschenkette auf und ab bewegt werden können. Manche Gabeln sind auch als Schlitten querbeweglich oder der Abstand der Gabelstaplerzinken zueinander kann hydraulisch verändert werden. Die Zinken werden Gabeln genannt und geben den Gabelstapler seinen Namen. Der erste Gabelstapler wurde von Mitarbeitern des Unternehmens Eugene Clark im Jahre 1924 entwickelt. Aus dieser Erfindung heraus entstand die Clark Material Holding Company, die noch heute existiert. Eugene Bradley Clark war ein US-amerikanischer Unternehmer. Er gilt, wie schon erwähnt, als Erfinder des Gabelstaplers, den er zunächst für den innerbetrieblichen Transport einsetzte. 2007 wurde er für seinen Verdienst in die Logistic Hall of Fame aufgenommen, was es nicht alles gibt. Bis heute trägt die Clark Material Handling Company seinen Namen. Eugene Clark studierte Maschinenbau an der Cornell University in Ithaca, New York. Bis 1904 war er Angestellter bei Illinois Steelworks in Chicago. Danach ging er zu George R. Rich Manufacturing Company, einen Bohrerhersteller, wo er zunächst Berater, danach Manager und später Teilhaber wurde. Dieses Unternehmen war 1903 als Automobilzulieferer gegründet worden. Clark stellte 1917 den ersten Plattformwagen mit Verbrennungsmotor, den True Tractator, her, um Material zwischen einzelnen Betriebsstellen des Unternehmens zu befördern. Besucher des Werkes waren davon begeistert und baten Eugene Clark, für sie ebenso solche Geräte herzustellen. So wurden 1918 8 Wagen produziert und im folgenden Jahr bereits über 75 Stück. 1922 wurde mit dem Trucklift der erste Hubwagen mit Verbrennungsmotor hergestellt und schließlich 1924 der erste Gabelstapler. Die Firma Clark baut, wie schon erwähnt, bis zum heutigen Tag Flurförderfahrzeuge.
Nach einer anderen Meinung war jedoch nicht Clark, sondern Yale Materials Handling Corporation, Erfinder des ersten elektrischen Gabelstaplers, der 1925 erfolgreich zum Heben von Lasten eingesetzt wurde. Clark hat noch weitere Maschinen konstruiert, unter anderem 1930 ein tragbares elektrisches Förderband zum Entladen von Lastkraftwagen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelang den Gabelstaplern der weltweite Durchbruch. 1946 begann in Großbritannien erstmals die serienmäßige Produktion von Gabelstaplern. Heute wird ein Großteil der Gabelstapler in Asien gefertigt, wobei bestehende Qualitätsstandards durch die Verwendung europäischer und japanischer Baustelle, zum Beispiel Nissan- oder Cummins-Motoren, Omokuhara-Getriebe, Iskra-Hydraulik, Hösch-Profile, Z4-Getriebe, Material-Rona-Rollen, Steuerung von Kötinstrumenten und so weiter und so fort eingehalten werden. In größeren Lagern kommen Staplerleitsysteme zum Einsatz, die für eine optimale Disposition der Fahrzeuge sorgen sollen. Ja, Freunde, das war jetzt mal ein bisschen weit ausgeholt, aber wie ich euch ja schon gesagt habe, geht es in diesem Video auch ein bisschen darum, wie kommen denn unsere Sets zum Beispiel aus Fernost zu uns. Und der wichtigste Schritt ist hier natürlich der Forklifter, wie Vachion wieder sagt. Nein, der Forklifter, der Gabelstapler. So, aber jetzt viel Spaß beim Review des Happy Build Heavy Forklifters. Ja, Freunde, bevor es jetzt hier losgeht mit dem ganzen Funktionstest und dem ganzen optischen Kram, messen wir erstmal nach, weil diese 26,5 cm auf dem Karton kann ich fast nicht glauben. Und ich bin zwar kein Freund, andere sind da eher so die Nachmesser, aber das Fahrzeug hier ist, ja, roundabout 60 cm lang. Das meinten die auf dem Karton wahrscheinlich mit hoch, denn hoch ist das Set, ja, hier mit dem Ding. Ja, 30, aber es fährt ja auch noch aus. Also 60 lang auf jeden Fall. So, packen wir den mal weg hier. Wackerneusen, ich weiß gar nicht, ob die auch Gabelstapler herstellen. Egal, richtig cool an diesem Set ist dieser Gag mit dem Karton bzw. der Kiste von Happy Build Handle with Care. Da seht ihr auch schon mal die Aufkleber. Die sind so ein bisschen ja, nicht ganz so gut, weil sie halt so durchsichtige Folie dabei haben und gerade bei hier so den 2x4ern Fliesen, die man nicht ganz draufdrücken kann, sauber, sieht man dann Luftbläschen. Aber hier, das finde ich auch ganz cool, ne? Vorsichtig aufpassen und die große Europalette in Tan und natürlich alles schöne GoBricks, das ist richtig cool. Ja, ich zeige Ihnen euch erstmal optisch. Hier von der Seite, da seht ihr halt auch die Aufkleber, da könnt ihr auch hier die Reifen sehen. Wir haben hier so aufgepinnte Kästchen, wo wahrscheinlich Batterie und so ein Kram reinkommt, das kann ich euch nicht sagen. Hier haben wir Licht, die Auspuffanlage oder Abgasanlage und hier den Aufbau die Kabine. Von hinten sehen wir jetzt hier schön das Heck mit den Bricks für die Rückleuchten. Das finde ich gut, dass wir halt auch normale Steinchen verbaut haben, ähnlich auch wieder bei der Abgasanlage. Und hier auf der Seite dann ein paar Sticker. Happy Build, wo es herkommt. Wir haben hier eine Leiter zum Reingehen, da kommen wir gleich noch zu. Wir haben hier auch wieder ja, Scheinwerfer oder Fahrlicht und dann von vorne einmal die Gabel, das Fahrzeug und auch wieder hier gebaute Bricks teilweise hier drinnen, nämlich bei dem Zahnradmechanismus. Ganz wichtig, und ich zeige es glaube ich von der Seite, weil da haben wir auch einen Griff. Hier an dem Griff können wir nämlich das Fahrerhaus hochnehmen, denn da kommen wir zum ja, wichtigsten halt, ne? Die Akkubox und die Motoren bzw. Servos haben wir hier verbaut und wir sehen hier auch den Vierzylinder, der sich wirklich bewegt. Das zeige ich euch. Ich drücke hier auf der Batteriebox das kleine orangene Rautenknöpfchen, dann leuchtet es blau. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Natürlich Gegenstück auf der Remote Control mache ich auch hoch und ihr könnt vielleicht sehen, dass es da blau leuchtet und jetzt versuche ich mal auf Anhieb zu finden, was der Motor ist. Nein, das ist falsch. Und da seht ihr vielleicht, dass der Zylinderblock sich auch bewegt. Das finde ich ziemlich cool. Wir haben jetzt hier die Batteriebox nicht aufgeladen. Wir haben einfach gleich so losgelegt. Es kann sein, dass der Motor viel, viel schneller ist, wenn die Batteriebox geladen ist. Aber ich würde dieses Video einfach so schnell es geht für euch raushauen. Was ich ganz cool finde an diesem Fahrerhaus ist noch, dass wir hier auch
ich weiß nicht, ob man das vielleicht sehen kann, zur Not baue ich es ab, dass wir halt Hebelchen haben zum Schalten, die sich auch bewegen lassen oder drehen lassen. Das Lenkrad lässt sich nicht drehen. Und das Coolste ist, dass wir einen Sitz haben, einen gebauten Sitz, wo vielleicht so eine Lego, alte Lego-Technikfigur reinpasst. Und dieser Sitz ist gefedert. Da ist eine Feder dran und der Sitz ist gefedert. Das ist richtig cool. Ihr seht es vielleicht. Also Fahrkomfort komplett gewährleistet für eine Figur. Die müsste da eigentlich fast reinpassen. Finde ich ziemlich cool. Ja, Freunde, und dann natürlich, übrigens, das Ding ist gar nicht so schwer, wie die Größe es sagen lässt. Ich muss echt sagen, ist richtig cool. Also von wegen, gute Steine müssen immer schwer sein oder sowas. Also einfach toll. Ja, aber fangen wir mal an. Das Wichtigste natürlich, wir haben hier die Lenkung, Hinterablenkung. Ihr hört es auch, hier haben wir vorwärts und rückwärts. Ist natürlich ein Fahrzeug, was schwer ist, trotzdem und deswegen jetzt nicht unbedingt daherkommt wie ein Ferrari. Aber ich habe mir sagen lassen, dass selbst der Kader Ferrari ja auch nicht unbedingt die Rakete sein soll. Und wie gesagt, wir haben hier die Akkubox nicht voll aufgeladen. Ich werde euch bei Instagram und bei Telegram mal später nochmal Videos nachliefern, wenn wir die Batteriebox vollkommen geladen haben. Natürlich haben wir hier in der Fernsteuerung alles eingeladen. Ich finde, es geht relativ fix hier gerade mit der Gabel. Das macht echt Spaß, gerade hier das bisschen so zu Gabelstapeln, nenne ich es mal so. Ich mache es mal so, weil auf dem Vlies würde ich mir wahrscheinlich alles verschieben. Und jetzt können wir hier so puff, bisschen spielen, kippen es an und dann fahren wir es hoch. Und das geht relativ fix. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr hier drückt, dass es einfach ja, alles fest ist. Dann flutscht das auch ohne Probleme hoch. Und es ist eigentlich ein relativ simpler Mechanismus hier an die Zahnräder. Ihr hört es, manchmal klackt es ein bisschen. Da habe ich dann einfach irgendwo was nicht richtig festgedrückt. Und jetzt können wir eigentlich auch gleich nochmal messen, wenn es komplett ausgefahren ist, wie hoch das Fahrzeug dann wirklich ist. So, wir fahren mal ganz weit aus. So, weiter geht nicht. Und jetzt messen wir nochmal. Dupdi-dupdi-du. Eigentlich müssten wir es ja auch dann richtig hochkippen. Halt. Ah. So, gerade ungefähr. Und jetzt können wir es messen. Wie hoch ist das Fahrzeug? Ja, 53 Zentimeter. Also 60 lang, 53 hoch. Und jetzt machen wir es doch, wie breit es war. Ja, da sind diese 28,5. Da haben wir es dann. Also ich muss echt sagen, mit diesem Ding hat man richtig Spaß. Bautechnisch habe ich es euch schon gesagt. Richtig cool. Für mich als Newbie, wir haben halt hier viele Bricks für hier die Rückspiegel, für die, wie sagt man dazu, Aufmerksamkeits-Rundumleuchte. Das ist ja kein Blaulicht. Für die Scheinwerfer, für die Abgasanlage, hier vorne für den Zahnradmechanismus. Und hier vorne auch nochmal für die angedeuteten Abgasbleche oder Lüftungsbleche für den Motor. Also da komme ich leicht mit zurande. Und natürlich auch nicht vergessen hier die Steuerelemente bzw. das Armaturenbrett. Also da komme ich gut leicht zurande. Da hat man halt das, was das ausmacht. Für mich so Technik plus die Bricks, das gibt immer eine schöne Kombination. Und ich bin hier wirklich hin und weg. Und ich habe Angst, dass ich richtig Bock noch an Technik kriege, weil ihr wisst, dass ich Technik eigentlich immer eher nicht so ganz so der Fan war. Und hier bin ich wirklich hin und weg. Das macht so Bock. Und mit dem Ding kann man so viel Spaß machen. Und es hält auch ein bisschen was aus. Also ich habe vorhin schon aus Spaß mal eine Cola hochgehoben. Also ein bisschen kann man damit auch wirklich machen. Und ihr könnt euch vorstellen, meine kleine Katze, die Murks, hat ein bisschen Angst, wenn ich mit dem Ding hier rumfahre. Ganz leise ist es natürlich nicht und ihr müsst auch aufpassen, ihr habt vielleicht im Speedbild gesehen, dass ihr die Aktoren auf jeden Fall richtig anbaut. Da hatte ich einen kleinen Fehler, aber ansonsten richtig cool. Und auch die Aufkleber sind von der Art ganz cool, denn wir haben hier Sicherheitshinweise. Also ihr seht es ja hier auf der Seite, da haben wir Sicherheitshinweise aufgedruckt und da vorne auch. Also alles wie in echt. Ich muss sagen, wirklich, ich bin hier richtig verliebt in diesen Forklifter, den Gabelstapler, und ich finde, meine Freundin mit ihrem blöden Glas Serion kann da locker einpacken. Ich habe jetzt dieses coole Ding. Danke da nochmal Richtung China. So, Freunde, und jetzt werden wir noch ein paar Videos drehen, wie dieses Ding in Action funktioniert. Viel Spaß damit!
Ach, Leute, was mache ich euch hier vor? Ein bisschen laut ist er, das ist schon nicht von der Hand zu weisen. Und hier sind die Kotflügel etwas lose, aber ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass man leicht an die Aktoren rankommt. Das Ding hat richtig Spaß gemacht zu bauen. Es ist für mich als jemand, der wirklich nicht viel Technik baut, eine Offenbarung gewesen, wie Technik geht. Vielleicht muss ich mehr Technik-Sets von dem Anbieter aus Dänemark bauen, um vielleicht wirklich mehr das vergleichen zu können. Aber trotzdem muss ich sagen, hier habe ich wirklich nichts dran auszusetzen. Die Geschwindigkeit, wie gesagt, kann sein, dass wenn die Akkubox voll aufgeladen ist, er vielleicht etwas mehr flotter ist oder mehr kräftiger ist. Aber das reicht vollkommen aus. Es ist ein Gabelstapler. Damit erwarte ich jetzt nicht, dass das hier durch die Gegend flitzt. Und ich kann hiermit einfach alles machen. Und das reicht mir vollkommen aus. Das Einzige, was vielleicht ist, dass der Jörn ein bisschen mehr hier checken muss, der liebe Blockster, was wie wo funktioniert. Da diese Überkreuzsteuerung, das ist so ein bisschen das, wo ich ein bisschen mit noch reinkommen musste. Aber über die App ging es ja wohl auch. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil aus China Apps so runterladen, das mache ich grundsätzlich nicht. Das hat nichts mit dem Set zu tun, nichts mit der Firma, und auch lieber Chin, das nicht übel nehmen. Das ist immer einfach so eine Geschichte. Als ITler macht man das nicht. Trotzdem habe ich ja hier alles und bin ziemlich glücklich damit. Und es ist einfach lustig, diese Box, die Europalette, ein Gabelstapler, einfach cool. Und auch noch ganz wichtig hier, ne? Ihr seht ja, das Ding hat kein Flex. Der Unterboden ist auch massiv zugebaut. Natürlich hier drinne ist auch viel Platz. Die Kabel hier, ihr habt es gesehen, die kann ich da verlegen, wie ich will, ohne dass ich Probleme bekomme. Das Einzige ist vielleicht, dass die Akkubox, die ist nur reingelegt. Das heißt, wenn ihr ihn ladet, weil ich habe eben gerade mal ein bisschen ihn aufgeladen, dann kann es sein, dass wenn ihr das nicht richtig macht und das Kabel rauszieht, das USB-Kabel, dann zieht ihr die Box kurz mit. Also das ist das Einzige. Und wenn ihr es hier so zuklappt, müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, dass es richtig hängt, das Fahrerhäuschen. Ich werde mir echt noch irgendwie bei eBay Kleinanzeigen oder Bricklink noch so eine Lego-Technik-Figur besorgen, weil die, glaube ich, passt da gut rein und dann macht das richtig Bock. Und vielleicht mache ich mir noch ein Kobi-Kistchen oder noch ein Happy-Build-Karton hier und dann können wir richtig hier Klemmbaustein, Großlager, Hochlager spielen. Also es macht richtig Bock. Aber jetzt kommen wir mal zu den richtigen Fakten am Ende. Wir haben noch eine Tüte mit Steinchen übergehabt, es waren nicht viele. Und zu diesen Steinen muss ich noch was sagen, also das ist übergeblieben hier, also eine Handvoll Steinchen. Ich habe manchmal Probleme gehabt, hier diese Metallumlenkungen reinzubekommen, weil die rausgeflutscht sind. Hier vorne habe ich einfach Tesaband drum gemacht, damit es stabil ist und nicht halt so wegknickt. Und das nimmt den Ganzen keinen Abbruch. Also ihr könnt das Papier dann wieder, das Tesaband dann auch wieder abmachen. Ich habe es jetzt rangelassen, null Problemo. Also von daher, und es sind sogar zwei über. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange die im Dauertest halten. Generell kann ich das nicht sagen. Ich habe es gebaut. 5 Stunden hat der Bau unbedingt so roundabout gemacht, aber gedauert. Ich blende es euch ja auch immer ein. Und ich muss echt überlegen, was ich bei Flops einblende. Also vielleicht sage ich da Sticker, aber trotzdem hat mir die Sticker-Aufbringerei irgendwie Spaß gemacht. Auch wenn sie großflächig waren und über mehrere Teile manchmal und diese durchsichtige Folie hatten, also dass ich viel mehr durchsichtige Folie hatte als bedrucktes. Also wenn ich da euch jetzt reinschreibe Flops und da steht dann Sticker, ist das eigentlich nur, damit ich was habe. Weil ich bin wirklich zufrieden. Und das ist nicht, weil ich das Set gestellt bekommen habe, sondern weil es Technik war, wo ich nicht einmal geflucht habe, wo ich nicht einmal gesagt habe, sondern es hat mir richtig Bock gemacht. Und auch die Sachen, die vielleicht irgendwie sich wiederholen, wie gerade hier das, ne, wo ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 diese Rahmenelemente anbringen muss, das hat Bock gemacht. Es hat einfach Bock gemacht, weil die Anleitung da wirklich leicht ist und mir sagt, pass auf, dann der nächste Step, dann der nächste Step, dann der nächste Step und halt auch immer erklärt, auch mit Pfeilen manchmal, auch wenn sie gebogen sind, so musst du das da reindrücken. Es ist richtig cool. Also wie gesagt, ich bin natürlich Technik-Neuling, ich wiederhole das gerne, weil ich nicht möchte, dass ihr Pros da draußen sagt, so ja, aber beim so und so, beim Cat, beim hier oder beim da, das ist Blödsinn. Es ist meine subjektive Meinung. Ich habe hier richtig Bock gemacht und das will ich unterstreichen. Und nochmal, nicht weil ich es gestellt bekommen habe, sondern weil ich einfach von Anfang bis Ende Spaß hatte. Und vor allen Dingen am Ende noch mehr Spaß, weil ihr habt es gesehen, als ich das Video gedreht habe mit dem Paletten auf den Stapel der Kartons hier ablegen. Und selbst wenn man es nicht sofort hinkriegt, dann hat man einfach Bock. Man will es hinkriegen und ja,
Ich glaube, ich schaue mir jetzt noch mal Gabelstapler Klaus den ersten Arbeitstag an und vielleicht mache ich auch noch einen Gabelstapler-Führerschein. In diesem Sinne. Freunde, danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ist ein etwas längeres Video, ist aber auch ein relativ großes Set. Ne? Also ich meine, guck mal, es ist so groß hier, größer als mein Kopf und trotzdem leichter. Ja, wobei in meinem Kopf ist wahrscheinlich auch nicht viel drin, außer Klemmbausteine, ihr wisst es. Was ich eigentlich sagen will, ich weiß, ihr habt mich lieb, ich hab euch lieb. Habt Spaß an Klemmbausteinen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.